habe mich verirrt. Ich habe mich verirrt. Ich habe es während der Fahrt gar nicht so bemerkt, aber es ist ein schrecklich großes Schiff. Vor den drei Fenstern des Zimmers sah Karl die Wellen des Meeres. Und bei Betrachtung ihrer fröhlichen Bewegung schlug ihm das Herz, als hätte nicht fünf lange Tage das Meer ununterbrochen gesehen. Wie heißen Sie eigentlich? Karl Rossmann. Ich komme, weil ich glaube, dass mich Heizer irgendwelcher Unredlichkeit entschuldigt. Wollten Sie den jungen Menschen nicht etwas fragen, Herr Jakob? Allerdings, wie heißen Sie eigentlich? Besuchen Sie mich doch einmal in meinem Landhaus. Solche frisch gebackene Amerikaner wie Sie sehen Sie doch sicher danach, sich von New York ein wenig zu erholen. Außerdem müssen Sie unbedingt meine Tochter kennenlernen. Her name is Clara. My name is Karl Rossmann. I'm living in America for 3 weeks now. I like it very much. This is my uncle. This is my car. This is my suitcase. Karl Rossmann. Karl Uncle. And that's me, Karl Rossmann. Fest entschlossen, nicht zu schlafen, nahm ich die Fotografie der Eltern zur Hand. Ob es nicht doch gut wäre, den Eltern zu schreiben, wie sie es ja tatsächlich beide in Hamburg vor der Abreise von mir verlangt hatten. Rossmann. Hallo. Rossmannchen. Hallo, Rossmann. Rossmann. Robinson? Rossmann. Robinson! Robinson! Was hat der Mensch sonst auf der Welt? Rossmann! Ich hatte natürlich aufgeweckt und gefragt, was er hier macht, aber er sagt, der Schlaf soll gehören dem Karl Rossmann, dessen Gast er sei! Rossmann! Der mich niemals! Karl, was ist denn los, Karl? Sag doch was, Karl! Da unten im Schlaf! Rossmann! Der sagt, der Schlaf ist der einzige Lieber! Rossmann! Niemals! Gast er sei! Du bist gefeuert! Rossmann! Du bist gefeuert! Ich spürte in mir die Hoffnung, irgendwann einmal einen Posten zu finden, in dem ich etwas leisten und für meine Leistungen anerkannt werden könnte.